Verbrennerverbot Ausnahmen gefordert. Bürger sollen über E-Fuels entscheiden. FDP fordert Ausnahmen bei Verbrennerverbot. Verbrennermotoren sollen ab 2035 in der Europäischen Union nicht mehr zugelassen werden, was von vielen begrüßt wird. Die FDP aber und auch andere hat die Bundesregierung dazu gezwungen, die letzte Abstimmung darüber unter den Mitgliedstaaten der EU aufzuhalten. Dafür hat sie von vielen Seiten enorme Kritik geerntet, denn viele Befürworter des Verbrennerverbots befürchten, dass diese Entscheidung den Klimaschutz gefährde. Die FDP besteht jedoch nur auf einer Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag. E-Fuels als Treibstoff der Zukunft. Diese Vereinbarung besagt, dass die EU-Kommission eine Ausnahme bei Verbrennern machen soll, die mit E-Fuels angetrieben werden. E-Fuels sind CO2-neutrale Treibstoffe, die aus erneuerbaren Energien hergestellt werden. Klimaneutral also. Sie sollen in Zukunft auch Flugzeuge und Schiffe antreiben. Noch keinen Vorschlag von EU-Kommission bisher bekommen. Die FDP argumentiert, dass nicht der Motor, sondern das Verbrennen von Treibstoffen klimaschädigend sei. Bislang hat die EU-Kommission aber noch keinen Vorschlag für eine solche Ausnahme gemacht. Den deutschen Autoherstellern würden E-Fuels aktuell wirtschaftlich überhaupt nicht interessieren, behaupten viele Experten. Die FDP kontert hingegen, dass der Markt, also die Bürger und Investoren, darüber entscheiden sollen, ob E-Fuels sinnvoll sind. Sie sieht in den E-Fuels enorme Vorteile für die Kunden und den Klimaschutz. Also, warum soll diese Ausnahme nicht berücksichtigt werden? Großer Druck auf FDP. Die FDP steht derweil unter enormem Druck von den Grünen, die eine schnelle und entschiedene Umsetzung des Verbots von Verbrennermotoren fordern. Rückendeckung erhält die FDP von Bundeskanzler Olaf Scholz, der auch die EU-Kommission zur Ordnung des Themas gebeten hat. Wird die FDP sich durchsetzen? Es bleibt derweil noch abzuwarten, wie sich die Debatte um das Verbot der Verbrennermotoren entwickeln wird. Dass es sich um ein sehr komplexes Thema handelt, ist allen bewusst. Die FDP fordert in dem Zusammenhang eine differenzierte Betrachtung und eine Lösung, die sowohl den Klimaschutz als auch wirtschaftliche Aspekte berücksichtigt. Denn dafür stehen ja die Liberalen. Ob die FDP sich durchsetzen kann, wird die Zukunft zeigen. Wir bleiben am Ball für Sie. Schön, dass Sie reingeschaltet haben. Über ein Like, einen Kommentar. Wie sehen Sie die Situation? Muss man alles verbieten oder regelt das der Markt von sich alleine? Das würde mich sehr interessieren. Ansonsten würde ich mich auch über ein Abo sehr freuen. Das ist kostenlos generell bei YouTube. Vielen Dank und bis zum nächsten Video auf diesem Kanal.